Vor ziemlich genau einem Jahr ist der HSV eine Kooperation mit SIPG Shanghai, dem großen chinesischen Club, eingegangen. Und das Ziel war es, dass der HSV quasi als Unternehmensberatung auftritt und den chinesischen Club hilft in Sachen Nachwuchsarbeit, in Sachen Marketing, in Sachen Management und dafür dann am Ende knapp 5 Millionen Euro für 2 Jahre kassiert. Und jetzt nach einem Jahr dachten wir uns, dass es mal an der Zeit sei, sich das Ganze vor Ort anzugucken. Deswegen waren wir in Shanghai und haben uns da dort mal die Nachwuchsakademie von SIPG genauer angeguckt. Und all das könnt ihr morgen im Hamburger Abendblatt lesen.